So, herzlich willkommen zurück zu StarCraft. Wir fangen direkt da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und es geht weiter. Die Trumpfkarte. Sperrgebiet. Kolonie Antigua Prime. Commander, unsere Position wurde entdeckt. Vor 2 Stunden erreichte eine große Streitmacht der Konföderation Antigua Prime und errichtete ein Basislager innerhalb unserer Verteidigungslinie. Arcturus Mengs beruft eine Versammlung ein. Ich grüße Sie. Ich weiß, dass Sie alle sich Sorgen wegen der konföderierten Streitkräfte machen. Aber zunächst einmal müssen wir eine noch weitaus ernstere Sache besprechen. Wie es scheint, enthielten unsere Datendisks doch keine Entwürfe für neue Waffen. Lieutenant Kerrigan wird die Details erklären. Wie Sie alle wissen, unterhält die Konföderation ein Programm für psychisch begabte Menschen, um diese zu sogenannten Ghosts auszubilden. Die für das Programm verantwortlichen Leute haben nun herausgefunden, dass die Zerg die psychischen Ausstrahlungen dieser Ghosts auffangen können. Die Zerg sind also hinter dir her, Süße? Es wird ja immer besser und besser. Halt die Klappe! Bei der Konföderation wurden unter größter Geheimhaltung zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema Ghosts und Zerg vorangetrieben. Was wir gestohlen haben, ist lediglich ein kleines, wenn auch wichtiges Teil des Puzzles. Pläne für einen transplanaren Psi-Wellenform-Emitter. Diese Emitter strahlen den neuralen Fingerabdruck eines Ghosts aus, allerdings mit einer sehr viel höheren Stärke. Diese Dinger können bis zu anderen Welten senden. Die Konföderation benutzte diese Psi-Emitter, um die Zerg in isolierte Auffanggebiete zu locken. Ihre Kolonie Marsara, Commander, war ein solches Gebiet. Was wollen Sie damit sagen? Ich sage damit, dass die Zerg eine von der Konföderation entwickelte Geheimwaffe sind. Ich sage damit, dass die Konföderation sie alle als Teil einer Versuchsreihe für diese Waffen benutzt hat. Genau wie damals vor einer Generation, als Korhal mit Atomwaffen zerstört wurde, um die Vorherrschaft der Konföderation zu sichern, würde die Regierung auch diesmal nicht zögern, mit Hilfe der Zerg alle Rivalen zu vernichten. Nur gäbe es diesmal keinen Aufschrei der Empörung. Wer würde schon vermuten, dass die Aliens eine Kreation der Regierung sind? Man würde sie als Helden feiern, weil sie zur Hilfe geeilt sind und die Zerg zerstört haben. Es ist höchste Zeit, dass die Konföderation für ihre Verbrechen bezahlt. Und ich weiß auch schon wie. Lieutenant Kerrigan wird mitten im Basislager der Konföderierten einen Emitter platzieren. Commander, Sie werden ihr einen Begleitschutz mitgeben. Wenn die Zerg ankommen, werden sie die Blockade für uns durchbrechen. Und wir können fliehen. Los Leute, wir haben wenig Zeit. Ja, die Konföderation hat also mit Zerg experimentiert. In der Form, dass sie Emitter haben, um sie anzulocken. Und sie wollen sie scheinbar als Waffe einsetzen, zumindest laut Arcturus Mengsk. Und nun sollen wir ihre eigenen Waffen gegen sie verwenden. Ich habe so meine Zweifel, was die ganze Sache betrifft, Arcturus. Ich finde einfach, niemand verdient es, dass man ihm die Zerg auf den Hals hetzt. Ich weiß, dass die Problematik sie persönlich berührt. Aber Ihre Vergangenheit darf Ihr Urteilsvermögen nicht trüben. Führen Sie Ihre Befehle aus, Lieutenant. Ja, Sir. Mit Vergnügen. Kapiert. Adiant. Los, Gebäude, flieht. Ich weiß, dass ihr es könnt. Lasst meine Gebäude in Ruhe. Dieser WBF trägt diesen Emitter, das heißt, dieser WBF muss überleben, sonst haben wir ein Problem. Hä? Oh, hier haben sie scheinbar Panzer, das ist nicht gut. Und wir haben ein Forschungsschiff, das ist natürlich sehr schön. Ja, ich kann leider nichts dagegen machen, um das hier zu retten gerade. Ich kann mir nur dafür sorgen, dass meine Gebäude sich etwas zurückziehen und hier wieder neu aufbauen. Das wissenschaftliche Institut hätte ich doch ganz gerne behalten. Basis wird angegriffen. Ja. Nummer 9. WBFs bauen. Und zwar viele. Wir haben keinen Helden außer Kerrigan. Lieutenant Kerrigan meldet sich zum Bericht. Okay. Kann's kaum noch erwarten. Jetzt geht's rund. Hört auf, mich anzugreifen. Wirklich. Was soll's sein? Spinnenminen kann ich nicht bauen. Hier oben ist ein bisschen Bunker. Und zwar viele. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann jetzt auch... Ich darf Panzer bauen.
Wir können Panzer bauen, Leute. Ich bin großer Fan von diesen Panzern. Genau wegen diesem Belagerungsmodus, wie man ihn gerade gesehen hat. Aber erstmal brauchen wir Vespingas, Mineralien. Hier haben wir Kaserne. Da ist unser wissenschaftliches Institut. Wir haben hier keinen Bunker stehen. Das ist nicht so günstig. Kannst du eigentlich arbeiten? Ich meine, du musst ja nicht sinnlos rumstehen. Okay, du musst sinnlos rumstehen. Okay. Nein. Ist der jetzt wieder weggefahren? Sieht ganz danach aus. Gut, wir wollen endlich hier das Werkstatt. Schnell. Weil Werkstatt bringt Panzer. Beziehungsweise Verbesserung für Panzer. Verbesserung für Panzer ist wichtig. Wir haben hier echt nicht viel. Wir müssen hier hinten hin. Aber hier können wir noch eine Basis aufbauen im Zweifelsfall. Okay. Ich kann leider gerade nichts bauen hier, sonst würde ich schon Panzer in Auftrag geben. Aber, komm mal her. Du könntest mir mal... Nein. Das bauen. Panzer. Nicht genügend Mineralien. Jetzt schon. Das hier brauchen wir. Belagerungstechnologie erforschen für Belagerungspanzer. Den will ich haben. Und wir brauchen auch schon wieder Versorgungsdepots und. Alles nicht so einfach. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wo wir am besten da vorgehen oder wie. Weil wir müssen ja nicht hier lang. Hier steht nicht so viel rum. Ich schätze mal, dass man hier oben links, wie man auf der Karte sehen kann, noch Mineralien finden wird. Und da haben wir den ersten Panzer. Stell du dich mal bitte dahin. 150 Leben, 30 Schaden und 1 Panzerung. Juhu. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir am besten jetzt vorgehen. Ich hätte doch jetzt gerne das hier. Dankeschön. Nicht genug Vespingas. Ja, ich weiß. Akademie brauche ich noch. Wenn du da gleich mal fertig bist, bauen wir mal eine Akademie hin. Was können wir eigentlich hier machen? EMP-Schockwelle? Das finde ich jetzt uncool. Ihr macht ganz schön Schaden an meinem Panzer. Finde ich jetzt nicht so toll. Und weitere BBFs. Panzer in Auftrag geben kann ich aber gerade nicht. Fort schneller. Hier möchte ich gerne noch einen Werkstatt bauen, damit ich hier auch Panzer bauen kann. Das wäre ganz hilfreich. Und komm du mal mit. Brauche nämlich jetzt Versorgungsdepots. Hier so. Danke. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Das hören wir doch gerne. Oh ja. Arklita Schockkanone. 70 Schaden. Löscht Marines mit einem Schuss aus. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Da kommt der zweite. Das ist unsere Verteidigung für hier unten. Mal sehen, ob sie ausreicht. Ich hoffe mal. Wird ausgeführt. Forschungsschiffe und Raketengeschütztürme können zur Entdeckung von getarnten Einheiten eingesetzt werden. Auch die Scannersuche der COMSAT-Station kann zum Aufführen verwendet werden. Das ist ja wunderbar. Ja, Verteidigungsmatrix. Die Verteidigungsmatrix sorgt dafür, dass die Einheit, die die Verteidigungsmatrix bekommt, ist unverwundbar. Aber es müssen mechanische Einheiten sein. Dann gab es auch zwei andere Sachen. EMP
sorgt dafür, dass die Einheit, die davon getroffen wird, oder die Einheiten, ihre gesamte Energie verlieren. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann ich das nicht nachgucken? Ab die Post. Ja, kann ich nicht, aber ich kann nicht sehen, was es bringt. Bestätigen optischen Empfang. Und Bestrahlung sorgt dafür, dass Biolog oder generell eine Einheit, die damit belegt wird, Leben verliert, außer mechanische Einheiten. Ich möchte es nicht unbedingt bei meinen eigenen ausprobieren und zeigen, Zielgebiet. Aber es funktioniert. Wird ausgeführt. So, P wie Panzer, genau. Ups. Ach, jetzt ist auch egal. W wie Werkstatt, dankeschön. Melde mich zum Dienst. Und das sollen wir noch haben. BBF sind am Arbeiten. Und dann müsste ich so langsam ein paar Raketentürme bauen. Ich habe immer gerne so ein paar Panzer zur Verteidigung hier rumstehen. Da wird ein Panzer gebaut. Da wird die Erweiterung gebaut. Und unsere Minereien sind bald alle, wenn das so weitergeht, vermute ich mal. Ja, ja, ja. Ab die Post. Du kommst mal hier hin. Zusatz ist fertig. Wunderbar. Du kommst mal mit und baust mir hier so einen Raketenturm hin. Dasselbe machst auch übrigens du. Und zwar auf die andere Seite. Dorthin. Obwohl. Das sollte ausreichen. Da steht ein Bunker, deswegen werde ich da keinen Panzer hinstellen. Ich denke, das reicht aus. Zweifelsfall können wir halt noch ein paar andere Einheiten dahin schicken. Hab's vernommen, Sir. So, haben wir hier irgendwo einen zweiten Panzer? Ab die Post. Da. Komm mal hier. Und jetzt werden wir noch mehr Panzer bauen zum Angreifen, weil ich weiß nämlich nicht, was da hinten ist. Das wüsste ich gerne. So. Die sind fertig. Bauen wir hier unten noch einen Raketen. Ach, da steht schon einer. Okay, dann bauen wir hier noch einen hin. Warum auch immer. Welche Taste ist das? Oh. Okay. Da bauen wir noch einen Panzer hin und hier kommt noch so ein Raketenturm hin. Der baut bereits und der wird jetzt gleich bauen. Ich würde gerne wissen, was hier hinten los ist. Da steht ein Panzer rum und ein paar Marines, also nichts wirklich. Okay. Ich freue mich auf die Situation, wenn ich bald mal die Verteidigungsmatrix sinnvoll nutzen kann. Das wird bestimmt gut. Ziel identifizieren. Alles fertig. Wird ausgeführt. Also mehrere Produktionsgebäude derselben Art zu bauen lohnt sich irgendwie nicht. Vor allem nicht bei der Fabrik, weil ich habe gar nicht so schnell Mineralien, dass ich mehrere Gebäude gleichzeitig bauen kann. Also mehrere Sachen. Melde mich zum Dienst. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die ganze Zeit fleißig am Raketenturm bauen bin. Aber gut. Ja, Sir? Hier bauen wir auch noch mal einen hin. Und dann sollten wir damit durch sein erstmal. Da wird ein Panzer gebaut. Hier bauen wir auch noch mal einen. Stimmt, da war ja was. Melde mich zum Dienst. G und T ist das für ein Turm. Befehle, Sir. So, gibt es sonst noch was, was ich fertig machen möchte? Nee, gibt's nicht. Aber wir können schon einen Marine wieder bauen. Ihr baut fleißig Minereien ab. Vespingas hält noch ein Weilchen. Oh, wir haben zwei Kasernen, ne? Ja, wir haben zwei Kasernen. Sammelt euch mal bitte hier. Da kommen sie an mit Flugeinheiten. Irgendein Panzer hat, glaube ich, gerade geschossen. Nee. Kam mir nur so vor. Meine Ohren haben mich getrügt. Vier Panzer sollten, glaube ich, ausreichen. War es jetzt die Taste O? Ja, es war die Taste O. Zum Einfahren und zum Ausfahren. Ist ganz okay. Alles klar. Dann weitere Marines. Erstmal. Nicht genügend Mineralien. Könnte den Turm mal reparieren. Melde mich zum Dienst. Sofort, Sir.
Sollte mich mal bemühen, nicht ganz so hektisch zu spielen. Ich habe das Gefühl, ich renne die ganze Zeit über die Karte. Dahin. Das ist nicht beabsichtigt, aber das ist irgendwie mein Spielstil scheinbar. Hier haben wir schon wieder ein paar Marines. Da haben wir schon mal 4 Panzer. Ich könnte eigentlich jetzt angreifen. Ich wüsste nicht, was mich daran hindert. Haben wir hier noch irgendwas? Hier hinten stehen ein paar Raketentürme rum. Nichts Wichtiges scheinbar. Wir gehen mal gucken. Erstmal die Marines sammeln hier. Kerrigan bleibt das sicherheitshalber. Oh, kommt sicherheitshalber nicht mit. Ne, wir müssen Kerrigan nämlich nicht dahin stellen. Das ist ganz gut. Wir können auch eben 3 Marines bauen. Hier auch ein. Da noch ein und da noch ein. Das ist fertig. Könnte aber spaßeshalber den Titanreaktor erforschen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dass das Schiff hier ein bisschen mehr Energie mit sich nimmt. Das Schiff werde ich natürlich auch gleich mitnehmen. Ihr seid Gruppe 2, du bist Gruppe 3.